ich das einfach so überhaupt nicht abkann und mag, ja. Also diese roten Pünktchen, ich habe sie ja zum Beispiel auch an den Waden. Also meine Stellen sind eben Unterarme bis hierher circa. Also der halbe Oberarm noch und die äußeren Wadelseiten. Ja, und ich kann das echt nicht ab, diese roten Punkte. Man wird angeschaut wie ein Aussätziger, ja. Als ob man irgendwas Ansteckendes hätte. Und jetzt tue ich ja schon seit längerem, also speziell seit den ESMA-Videos, verwende ich an den Unterarmen Make-up. Nur war ich bisher jetzt nicht so zufrieden damit, weil ich habe ein Make-up benutzt, also ganz normal, nicht Untergrund-Make-up und abgepudert. Und das hat aber manchmal gar nicht so toll ausgesehen. Also für mich speziell in der Nähe, man hat das gesehen natürlich, dass da Make-up drauf war. In den Videos zwar nicht so, aber ich habe mir einfach gedacht, okay, das kann es nicht sein. Ja, vor allem, es ist ja danach auch ganz schnell unten. Ja, dazu war ich jetzt speziell bei Douglas. Und habe mich beraten lassen. Also ich bin da wirklich hingegangen und habe gesagt, ja, ich habe diese Punkte. Ich weiß aus Erfahrung, man kann sie nicht ganz wegmachen. Ja, das ist eine Verhornungsstörung, also eine Hautkrankheit eigentlich. Bei WikiHow steht, dass das angeblich 40% der Gesamtbevölkerung haben. Ich weiß es nicht, aber ich bin halt eine von den Betroffenen. Und deswegen habe ich zu der Dame gesagt, Jens, ich habe diese roten Punkte, ich weiß, dass man sie nicht ganz abdecken kann, aber ich möchte halt nicht, dass die so herausstechen. Okay. Und sie hat mir dann empfohlen, ich habe gesagt, ja, dass ich halt dabei Make-up verwende, dass das halt nicht so passt. Gut, und sie hat mir dann letztendlich ein Make-up empfohlen zum Sprayen. Also das ist ein Spray-Make-up. Hier steht, dass das eigentlich für Füße ist. For Legs. Ja. Ist eine Foundation. Soll angeblich sogar wasserabweisend sein und bis zum nächsten Bad oder Dusche halten. Gut, sie hat mir das dann auch gleich vor Ort gezeigt. Und zwar, ich schüttel mal weiter hinten. Ich habe das jetzt natürlich in meiner Farbe. Das ist jetzt Soft Karamell, weil ich doch sehr hellhäutig bin. Gut, das sprüht man dann in etwa im Abstand. Ich hoffe, man sieht das jetzt schön. So 15-20 cm. Es riecht auch ganz toll, wie ich finde. Und dann verreibt man das. Ich werfe das jetzt mal so ein Stückchen höher. Und verreibt das natürlich auch bis an die Handflächen. Wie gesagt, es hat einen sehr angenehmen Duft. Ich mache jetzt bitte keine Werbung, falls das jemand denkt. Ich habe das wirklich für mich zur Abhilfe genommen, weil ich mich auch einfach in der Öffentlichkeit nicht so richtig damit wohlfühle. Ja, ich habe es noch auf der zweiten Hand. Ja gut, hier kommt jetzt gerade das Licht her, ob man einen Unterschied sieht. Also ich werde jetzt auch die zweite Hand noch machen. Muss nicht sehr gleichmäßig sein, ja. Es ist super toll, sich einreiben lässt, aber das ist echt. Ich bin einfach echt begeistert.
Okay. Es muss auch nicht abgepudert werden. Da habe ich extra nachgefragt. Also das nimmt einmal schon, sage ich, etwas an Zeit weg. Ja. Das wird einfach aufgetragen, eingerieben. Und super toll. Und ich sehe es hier schon wieder. Also natürlich sieht man die Punkte, aber die Leuchtkraft, dieses Herausstechen ist nicht so schlimm. Ja. Und ich finde das ganz toll. Also sollte das jemand haben und auch Probleme haben in der Öffentlichkeit, wenn man sich ganz einfach schämt und die Leute auch eben so extrem anschauen, ja. Also man muss sich damit nicht abfinden. Wie gesagt, es gibt medizinisch so gut wie keine Hilfe. Es gibt diese Urea-Cremes, aber das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Dem einen hilft es, dem anderen gar nicht. Ja, ich habe schon von Fällen gelesen, da ist es sogar noch stärker geworden. Und wie gesagt, so das finde ich ganz, ganz toll für die Leute, die auch mit dieser Reibeisenhaut, medizinisch heißt sie ja Keratosis pilaris, zu kämpfen haben. Finde ich ganz, ganz super. Dann hat sie mir noch empfohlen, und zwar habe ich jetzt von Douglas noch eine spezielle von Douglas hergestellte Creme. Das ist eigentlich ein Peeling. Ich soll das 2 bis 3 Mal die Woche benutzen, hat sie gesagt. Da ist Organic Argan Oil drinnen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich werde es mal austesten, weil sie mir empfohlen hat. Also ich soll immer versuchen, die Haut einzucremen und geschmeidig zu halten. Das mache ich auch. Dazu habe ich mir jetzt auch eine spezielle Creme geholt von DM, die wirklich sehr, sehr feucht ist. Also das spürt man richtig, dass das wirklich so 24 Stunden anhält. Natürlich, wenn man sich jetzt nicht wäscht oder so. Ne? Und also die ist wirklich super vorerst. Ich hoffe, dass sie in Zukunft etwas bewirkt. Ja, wie gesagt, das ist halt das Peeling. Das ist ja zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so durchsichtig mit grünem Pünktchen. Also die Putzkörperchen und Schubkörperchen sind grün. Wow. Jetzt kommt da gleich so viel raus. Okay. Und das habe ich dann mitgenommen letztendlich. Und jetzt das, was ich speziell für die Arme benutzen für den Körper habe ich mir ein eigenes Duschspülen gekauft. Und zwar von Nivea probiere ich diesmal. Ich halte entsprechend viel Rede. Also das ist jetzt dann das erste Video, wo ich so viel erzähle.
dann habe ich natürlich ein Geschenk bekommen. Und zwar, das ist ein Gift. Und zwar ist das eine Night Repair Creme von Estée Lauder. Ich habe noch gar nicht reingesehen, muss ich ehrlich sagen. Nobel. So, das ist für die Nachtcreme, also fürs Gesicht eine Creme. Ich lese gerade, das wird noch vor einer Nachtpflegecreme verwendet. Das heißt, zuerst reinigen, dann das drauf und dann noch eine pflegende Creme. Das ist super. Ich glaube, seit langem habe ich mir das letzte Mal ein Eau de Toilette, war das glaube ich, gekauft. Und okay, da muss ich aber sagen, das riecht auch noch Stunden danach. Nur dieses ganz, ganz billige da, was sofort verfliegt noch, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden, das ist mir einfach. Weiß ich nicht, 10, 20 Euro aus und dann will ich das eigentlich gar nicht glauben. Das waren jetzt die Sachen von Douglas und das hier vom Drogeriemarkt einfach. DM, Bipa, das gibt es auch bei uns natürlich in die Haushaltsläden. Was natürlich auch Essen zu haben. Gut. Dann war ich bei McDonald's. Und ihr glaubt es gar nicht, warum und wieso. Ich habe ein Happy Meal gegönnt. Nur wegen diesem Spielzeug von Angry Birds, ja. Ich habe das gesehen. Diese Knister, diese Verpackung. Ich habe gedacht, oh, das ist das Zeug, was ich für ASMR verwenden kann. Also habe ich mir so ein Happy Meal gegönnt. Ich habe die Version genommen mit diesen Chicken Nuggets. Aber ich muss sagen, begeistert war ich nicht. Das hat so nach Pfeffer geschmeckt, die bei mir. Ja. Und war natürlich dann auch dementsprechend scharf, dass ich mich ehrlich gefragt habe, ob das Kinder essen oder essen wollen, ja. Also da braucht man ja allein nachher schon 2 Liter Cola oder keine Ahnung, ja. Das war ja echt schlimm, ne? Und da ich ja so Fast Food und überhaupt, ich gehe da wirklich sehr, sehr selten hin. Und jetzt war mir dann natürlich auch gar nicht bewusst, dass es in diesen Happy Meal Dingern, da gibt es jetzt so kleine Tetra, also ich weiß gar nicht, ob das Tetra-Packs sind, das sind so diese Kinderpäckchen zum Trinken, wo man einfach drauf drückt und dann kommt das Trinken raus. In dem Fall war es irgendein Früchtemus aus Bananen, Apfel und noch etwas. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Ja. Das muss ich schon sagen. Also geschmacklich war es auf alle Fälle gut.
ganz eigenes Feeling. Ja. Also, wie gesagt, es war halt mehr ein Muss. Also, ganz, ganz arg irgendwie. So, ich werde kurz die Schachtel schauen. Ich habe dann nämlich noch eine Schokolade mitgebracht. Alles natürlich wegen der Schachtel. So, dann gebe ich das Papier weg. Das Papier, das ist jetzt eh schon leer. Ja, wie gesagt, schon langsam habe ich das Gefühl, wenn ich einkaufen gehe, schaue ich schon nur noch, was ich alles mitnehmen kann, um tolle Videos zu machen. Das ist schon ganz lang. Das gebe ich kurz her. So, jetzt schauen wir das von Engelbert. Okay, hier gibt es eine Anleitung. So, ich muss auch mal schauen, wie das funktioniert. Ah, okay, also ich stelle das im Prinzip hier auf. Hier kommt noch dieses Vogelhäuschen oder was das sein soll drauf. Da kommt dann, was ist das denn, mein Gott, eine Vogelscheuche. So, dann kommt das hier noch hoch. Tja, ich habe heute diesen roten Angry Bird bekommen. Verschiedene, wie man sieht. So, und wenn ich das Prinzip jetzt richtig verstehe, muss ich diesen Vogel hier aufziehen. Okay. Ja, ich hoffe jetzt natürlich, ich schieße das Mikro nicht ab, deswegen werde ich das mal ein bisschen hier machen. Okay, ich lasse das jetzt am Boden. Denn das Grundprinzip haben wir jetzt verstanden. Das ist ja mal toll. Also ich glaube, das werde ich einem Nachbarskind schenken, weil ich kann ja damit nichts anfangen. Aber die werden wahrscheinlich Spaß damit haben, also gebe ich es ihnen. Ach, ist das süß. So. Gut, Kekse. Die sind schon etwas weich geworden. Jetzt auch schon 2 Tage hier nicht. Kann ich da mal rein die Schachtel machen? Jetzt hat er dann heute einkaufen und hat mir eine Schachtel Chips mitgebracht. Also ich glaube, das wird dann gleich das nächste ASMR-Video werden.
Irgendwie habe ich wirklich gerade das Gefühl, dass auch unser Alltag, also das begleitet uns gerade wirklich sehr. Egal was wir hören, ob das jetzt Blätter rascheln ist im Wind, ja. Da habe ich letztens gemeint, ja, ich muss gleich mit dem Mikrofon oder mit dem Rekorder darunter das aufnehmen. Ja, leider Gottes hat es dann zum Regnen angefangen. Das heißt, die Aufnahme war dann hinfällig. Hier ist ja endlich wohnen. Ja, das natürlich. Also so Blätterrascheln, das habe ich schon in der Stadt extrem zumindest schon lange nicht mehr gehört. Ja. Da muss der Wind natürlich dementsprechend stark sein. Und das ist hier allgemein ganz anders. Also ich bin echt froh, weggezogen zu sein. Ich muss nur ein bisschen die Augen offen halten, weil das Zoom hat mich ein Stich. Dass man da jetzt nicht weiter drin kostet. Eine Plastikverpackung innen drinnen, so wie man das eigentlich gar nicht gewöhnt ist. Aber meistens ist das alles aus Stamm. Also ich muss jetzt schauen, dass ich die Schokolade sehr schnell da rauskriege. Ups, dann mal passen.
natürlich gerne in den Kommentaren unten Tipps und Tricks reinschreiben bezüglich jetzt dieser Reibeisenhaut. Ja. Vielleicht bekommt man da irgendwann einen riesengroßen Post zusammen, wo sich andere Betroffene zumindest Anregungen holen können. Also ich glaube, das wäre wirklich hilfreich, weil teilweise steht man mit dem Problem einfach alleine da. Weil wenn ich denke, in meiner Familie hat das eigentlich keiner und die Ärzte und so weiter wollen einreden, dass das eine, also ein Genproblem ist, ja. Kann ich mir, wie gesagt, irgendwie nicht vorstellen, weil ich kenne weder Großelternseite noch von meinen Eltern, meine Schwester hat es auch nicht, ja. Meine Tochter hat es zum Beispiel nicht, also ich habe das nicht weiter vererbt. Und ja, vielleicht bekommen wir da wirklich einen langen Post zusammen, damit andere sich Hilfe, Anregung suchen können.